Ja, hallo, herzlich willkommen, Wiener Keller, mit Kameramann heute. Alles klar? Er nickt nur, mein Gott. Wir waren ja vor kurzem auf Exkursion, Werner Vino on Tour im Burgenland, in Deutschkreuz. Ey, jetzt halt mal die Kamera höher. Ja. Da muss doch jeder da ein schönes T-Shirt bewundern. So, ja, das ist super. Das habe ich dort geschenkt gekriegt. Ich habe nur mal den Slogan reingehalten, damit alle wissen, welches Kind des Geistes du jetzt bist. Welches Geistes Kind? Geist des Kindes. Ach so, ja. Okay. Macht nichts. Auf jeden Fall, heute Blaufränkisch. Die Region um Deutschkreuz ist eigentlich das Blaufränkischland in Österreich. Und was mir da wiederholt aufgefallen ist, Witikult. Ist also ein Zusammenschluss von 6 Winzern. Und die haben eben gesagt, wir wollen den Blaufränkisch mehr an die Leute heranführen. Man produziert hier erstklassige Qualität zu einem sehr vernünftigen Preis. Also die Flasche kostet immer um die 11 Euro. Das ist eigentlich schon echt okay für einen guten Rotwein. Was meinst du? Ja, glaube ich schon. Also was machen die? Die schütten alle ihre Weine zusammen, damit sie immer einen gleichen haben? Oder? Nein, jeder baut den Wein so nach den Grundvorgaben aus. Das heißt, er wird im Barrique ausgebaut, im gebrauchten Barrique. Und es ist eigentlich angestrebt, mit diesem 10-Euro-Wein oder 11-Euro-Wein mindestens die Qualität zu erreichen von anderen 15 bis 20 Euro Wein. Das ist eigentlich eine tolle Idee. Und wenn man sich im internationalen Vergleich umschaut, wenn du einen gescheiten Rotwein haben willst für 10, 11 Euro, das ist gar nicht so häufig. Ne? Außer du kaufst irgendwas aus, was weiß ich, Übersee, was in Millionen Hektolitern hergestellt wird. Und aber so einen richtig schönen, handwerklich gemachten kriegst du nicht. Und ich habe 3 Weine heute ausgesucht, 3 Weingüter, zweimal Jahrgang 2012 und einmal Jahrgang 2009, einfach um zu sehen, kann der auch ein bisschen älter werden und wie wird der Witikult dann. Ist also 100% blaufränkisch, wir fangen an. Weingut Juliana Wieder. Ist ganz interessant, oft hat man die umgekehrte Situation. Hier ist es so, dass ein Mann, ich glaube, es ist der Sohn, den Weinbau betreibt. Und ich würde sagen, wir gehen gleich in Medias Res und probieren den. Ist also noch relativ jung. Ja, passt gut zu mir. Ja, Gegensätze ergänzen sich, ziehen sich an. Prost, ja, ne? Fall, ja. Moment. Wichtig. Macht also einen sehr fruchtigen Eindruck. Kirsche. Ja, Kirsche. Sonst sagt man beim Blaufränkisch immer Brombeere und so, aber hier ist mehr Kirsche, das stimmt. Sehe ich auch so. Er stimmt mir zu. Bisschen, ja. Er ist sehr cremig. Na, jetzt im zweiten Schluck nicht mehr so. Nicht mehr so? Dann nimm noch einen dritten. Ich finde, also für mich wäre das so ein richtig schöner Pasta-Wein. Was meinst du? Pasta-Wein. Nee. Nicht? Der ist mir zu schwer für eine Pasta. Ist dir zu schwer? Ja, für was für eine Pasta würdest du nehmen? Also für hell schon mal gar nicht. Für was? Für eine richtig schöne, kräftige Soße mit Pomodori. Tomaten. Paradeiso. Die sind ja nie dabei. Ja. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Nee, jetzt aber ernsthaft dann mal. Das ist eher, würde ich ja nicht sagen. Pasta ist gerade italienisch gelebt, eher eine leichtere Speise, wenn man nicht eine Bolognese isst oder Puttanesca.
Puttanesca. Kennst du nicht? Natürlich. Weil, hat einen unanständigen Namen, schmeckt aber gut. Kenne ich sehr gut, esse ich einmal im Monat mindestens. Passt, wenn überhaupt, zu Puttanesca, passt aber nicht zu Arrabbiata, passt nicht zu einer normalen... Ja, eine richtige Arrabbiata, ich meine, da... Da passt er nicht dazu. Da ist der Rotwein zum Löschen da, oder? Im Endeffekt. Also wenn da richtig Peperoncini drin ist, dann... Isst du die eigentlich scharf, oder? Scharf und mit viel Knoblauch. Scharf und viel Knoblauch, da passt er. Na, finde ich nicht. Da passt er, zur nee, Pasta. Würde ich nicht dazu trinken, ne? Ich schon. Nee. Wie ist so dein Eindruck vom Wein? Mein Eindruck ist interessanter. Ich überlege nach wie vor nur noch, zu welchem Gericht. Und ich würde ehrlich gesagt eher zu Fleisch kommen. Ich würde zu Rind kommen. Du kommst meistens zu Rind, fällt mir ein. Also ich meine, du kommst meistens auf Rindfleisch. Ja, beim Roten. Beim Roten, ne? Also ja, ich meine, das ist naheliegend. Aber Filetsteak, oder? Genau, Filetsteak, ja. Aber eine Pasta würde ich hier nicht... Ja, Filetsteak ist eh besser. Nee, da weiß ich es ja. Nee, jetzt aber ernsthaft. Pasta, nee, würde ich nicht sagen, sondern eher... Ja, gute Schuld. Eher ich finde, den kann man zu vielen trinken. Ja, Rindfleisch bestimmt auch, aber... Den könnte man auch so trinken. Ja, ja, so, wir reden jetzt vom Essen. Wir sind immer noch beim Essen. So kann man vieles trinken. Also Essen, mir gefällt er, ja, aber ja. Ich hänge jetzt gerade beim Essen und ich lege mich jetzt fest, sonst wird das hier ja Gefasele. Rinderfilet. Auch wenn du ein Rindersteak mit Pfeffersoße isst. Das passt. Da passt er dazu. Da sind wir d'accord, das finde ich auch. Da passt er dazu. Zweiter Wein. Pasta Niet. Ich würde noch zur Pasta, aber das ist Geschmackssache. Zweiter Wein, das Weingut haben wir besucht. Weingut Heinrich in Deutschkreuz, also Gott Heinrich, Inhaber Silvia Heinrich. Sehr sympathisch, schöne Grüße von hier aus. Also mit überbordendem Charme. Also jetzt schauen wir mal, wie die Weine sind. Ich habe ihn schon mal probiert, du noch nicht. Das ist auch Jahrgang 2012, Vitikult. Im Barrique ausgebaut. Hervorragend. Also ich muss sagen, das ist jetzt meine Richtung. Ja, da ist jetzt nicht die Kirsche so im Vordergrund, da ist noch was anderes. Das ja, Zapalot, was ist das? Das ist irre, gell? Das habe ich auch bei der Probe damals total umgehauen. Was sagen die, was das ist? Entschuldigung, das habe ich jetzt vielleicht verschwitzt. Es ist schon Brombeere. Ja. Nein, Wein, was für ein Wein genau? Blaufränkisch. Alles hast du am Anfang gesagt. Alles Blaufränkisch. Alles Blaufränkisch. Gut, damit kenne ich mich ja nicht so gut aus. Okay. Ja, da machen wir das ja, Herr Nachbar. Ja. Da ist irgendwie auch noch so eine gewisse florale Note oder wie soll man das nennen? Floral? Findest du nicht? Blumig meinst du oder was? Ja gut, für dich blumig, ja. Naja, es hören ja halt auch Leute zu, die nicht so gebildet sind wie du. Das ist gut, dass die eine Lobby in dir haben, oder wie meinst du das? Nee, das sehe ich anders. Ich muss immer aufpassen, dass die Sendung gut wird und du nicht abhebst. Also das ist für mich super blaufränkisch. Super blaufränkisch für... 11 Euro. Ich finde, der schmeckt jetzt schon gut. Ja? Ist zwar noch relativ jung, Jahrgang 2012, aber das ist für mich blaufränkisch. Also hat eben diese Brombeere, ich finde auch so ein bisschen Blaubeere ist dabei, ne? In die Richtung. Hat Vanille, also Vanille ist schon drin vom Barrique, mehr als beim ersten. Aber beide kennzeichnen sich für mich dadurch, dass sie... Wie gesagt, blaufränkisch bin ich nicht gut, aber die sind beide so irgendwie so, die haben so einen weichen Charakter in irgendeiner Art und Weise, ja. Oder? Es ist ein typisch österreichischer Wein. Er ist auf der einen Seite ein bisschen... Ja, was heißt typisch österreichischer Wein? Also nein, Zweigelt schmeckt ganz anders. Ja, Zweigelt. Gut, also ich meine, Zweigelt, da gibt es ganz tolle Sachen. Aber die sind im Moment... Die sind klarer. Ja, Zweigelt ist ganz typisch Kirsche. Ja. Da hast du immer dieses Kirscharoma drin. Ja. Ich bin auch ein bisschen Kräuter und so. Und hier hast du einfach ein bisschen wildere Sachen drin. Und
Er ist schon auf der einen Seite ein sehr kräftiger Wein, aber auf der anderen Seite etwas einschmeichelt, also total angenehm. Total angenehm. Ich kann mir vorstellen, mit so einem Fläschchen abends zu sitzen, was Gutes zu lesen, ein gutes Fußballspiel zu sehen, wenn der Club wieder gewinnt. Und wenn er nicht gewinnt, dann tut es mit dem Wein auch nicht so weh. Ja, du musst in letzter Zeit viel von dem Zeug trinken müssen, glaube ich. Aber, ich habe einen gebunkert. Genau. Nein, aber für mich jetzt, das, der Vergleich passt jetzt nicht ganz so, aber irgendwo doch. Ja, wie, was jetzt? Ja, ich komme ja erst dazu. Du bist nicht so ungeduldig. Ein naturtrüber Apfelsaft oder ein klarer. Du merkst beim Naturtrüben, merkst du so die Schwebeteilchen drin, so du hast eine andere Note. Und ich finde, das kommt für mich hier irgendwie raus. Der ist irgendwie, da ist irgendwas drin. So, der ist das, wild, oder? Nein, also das ist irgendwie, wie ich gerade den Vergleich meinte. Ja, ja, ja. Sonst haben wir was getrunken, durch die Bank weg, was klar war. Mhm. Und das ist für mich jetzt hier irgendwie so... Das ist was drin. Ich will nicht sagen milchig. Also das ist nicht negativ gemeint, in gar keiner Art und Weise. Aber das ist für mich der dominierende Geschmack hier irgendwie. Und darüber denke ich die ganze Zeit nach. Ja. Ist das wahr oder ist das falsch? Ein guter Wein regt ja zum Nachdenken an. Ja. Das war eine Frage nicht beantwortet. Ja, Moment, ich muss jetzt erstmal einen Schluck. Der hat eine wahnsinns Fließgeschwindigkeit. Ich finde, der fließt unheimlich gut. Ja. Der hat eine gewisse Mineralität. Ja. Diese Tannine, die du oft sehr stark hast im Wein, die sind ja ganz mild, sind ganz schön eingebunden. Und es ist eine gewisse Mineralität da. Und das finde ich eigentlich total interessant. Mhm. Also. Die habe ich bis jetzt nicht geschmeckt. Ja, darum sage ich es dir. Und für mich ganz toll, und ich hatte ja die Gelegenheit, die Produktpalette durchzuprobieren. Mhm. Und das ist ein Wein, da merkst du genau, der ist von der Frau Heinrich gemacht. Ja, das ist irgendwie so eine ganz bestimmte Handschrift. Das ist wie beim Malen bei mir. Ja? Also ein guter Maler hat seine eigene Handschrift. Und ich finde, sie hat einfach ihre eigene Handschrift. Das ist ganz wichtig beim Winzer. Und also für mich bisher großes Kompliment. Also. Gut. Dritter. Das ist eine Institution. Weingut Kirnbauer. Das hatten wir schon. Hat man noch nicht. Garantiert nicht. Es wird aber mal kommen. Ist dadurch bekannt geworden, er ist ein Vorreiter im österreichischen Weinbau. Hat in den 80er Jahren also angefangen, auch Spitzencuvées abzufüllen mit internationalen Rebsorten. Und das Spitzencuvée ist das Phantom. Und werden wir hier auf jeden Fall noch testen. Macht auch einen sehr guten Zweigelt, Girma. Und auch vom Goldberg kommt ein hervorragender Blaufränkisch. Wird alles hier noch getestet. Es wartet Arbeit auf uns, darum schenke ich jetzt mal ein. Das Besondere an dem Wein hier ist, er ist Jahrgang 2009. Das ist, glaube ich, mal interessant zu sehen. Kann so ein Vitikult eigentlich auch ein bisschen älter werden? Oder wie wird er, wenn er mal ein paar Jahre alt ist? Schauen wir mal. Hast du gerochen? Kirsche. Kirsche, ja. Und ich finde... Also, er hat eine fantastische Blume. Das ist genau meine Richtung. Also, der gefällt mir am besten von den dreien. Ja, weil er eben auch schon gelagert ist. Ich bin mir sicher, die beiden in ein paar Jahren sind noch besser. Das sind ja jetzt, es sind ja Babys. Ja, Jahrgang 2012 war ja noch im Barrique für etliche Zeit. Das sind ja Babys. Die muss man noch lagern. Aber so wird Vitikult, wenn er mal 3 Jahre im Keller lag, noch zusätzlich... Extremst schöne Nase, Kirsche,
Das stimmt. Ja, aber nicht, nicht unangenehm dominant, wie zum Beispiel beim Zweigelt. Ja, ja. Nein, ist viel oder? Ausgeglichen. Ja, genau. Ja. Es kommen da auch schon so langsam so andere Dinge durch. Ich glaube sogar ein bisschen Tabak. Ja. Leder. Also, er nimmt so ein bisschen den Geruch an, den wirklich große Weine aus. Ich habe schöne Bordeaux getrunken. Die geben nach einer Zeit auch diesen Geruch ab, aber auch Burgunder. Und das ist diese Alterung, diese richtig schöne Alterungsnote im guten Rotwein. Und die hat er. Ja. Aber ich finde, jetzt ist er trinkt. Der hat so ein bisschen so ein im Nachklang etwas Menthol. Hast du schon probiert? Natürlich habe ich schon probiert. Na, wir stoßen trotzdem nochmal an. Wir sind ja kultiviert. Wie ist gut. Ich finde, so hier hinten rein ist er total überraschend. Man rechnet mit was ganz Weichen, aber es kommt eine gewisse Mentholnote. Findest du nicht? Schmecke ich nicht, ne? Ja, schon. Wie findest du denn? Habe ich doch schon gesagt. Muss ich mich immer wiederholen? Ja, sicher. Nee. Ich dachte, du wolltest Politiker werden. Wieso? Wie kommst du nicht darauf? Naja, da muss man das mit dem Wiederholen und so weiter immer wieder bringen. Wiederholen ist wichtig und leugnen, glaube ich. Aber naja, egal. Also für mich ein sehr guter Wein. Zu welchem Gericht? Fleisch, oder? Das ist jetzt Fleisch. Ja, jetzt hast du dich gerettet, ja. Ja, die gehören alle drei zu Fleisch, meiner Meinung nach. Ja, also es ist... Ich meine, wir essen ja alle viel zu viel Fleisch, aber wenn wir schon Fleisch essen, dann sollten wir auch einen Wein dazu trinken in der Art, oder? Ja, also das ist doch. Ja, ich bin nach wie vor dafür, ja, Fleisch, Rinderfilet. Immer noch Rinderfilet. Ribeye ist es bei dir nicht so, gell? Weißt du, was mein Lieblingsgericht ist? Also Ribeye ist es halt nicht. Ja, Filet. Du, als wir in Deutschkreuz waren, letzten Samstag, das war der Hammer, kleiner Markt. Da war ein kleiner Stand mit Biofisch und ein Stand mit Angus-Rind. Hast du da einkaufen können. Ne? Also, Und wie sah das Fleisch aus? Genial. Absolut genial. Super marmoriert und so weiter. Ja. Aber also ich muss da unbedingt nochmal hinfahren, weil wir haben ja jetzt erst zwei Weingüter dort besucht, aktiv. Die anderen sind auch sehr gut. Also da bin ich jetzt garantiert öfters in Deutschkreuz. Hat mir sehr gut gefallen. Und die haben auch ein sehr schönes Kaffeehaus. Und unser Kameramann, der mit war, der Grieche, schöne Grüße übrigens, der war total überrascht, als er sich eine Mehlspeise bestellt hat. Das waren keine Wiener Portionen, das waren richtige Portionen. Ja. Und wirklich auch frisch gemacht und so. Also Burgenland kann ich nur empfehlen. Und total nette Leute. Also wenn du so dieses Grüblerische kennst, so von den Wienern, das Unfreundliche, das hast du im Burgenland überhaupt nicht. Ja. Mm. Die haben halt mehr Sonne und tolle Rotweine. Und auch Weißweine. In diesem, wir müssen Punkte vergeben. Ja, ich wollte gerade sagen, ich wollte dich zurückbringen, on track, auf den Track. Ja, im Moment bin ich einfach... Neben dem Track, ja. Nein, bin ich einfach im Blaufränkisch Himmel irgendwo. Fangen wir an. Erster Wein, Weingut... Juliana wieder. Was würdest du sagen? Du machst das heute. Nein, das machen wir immer zusammen, sonst ist das ja sinnlos. Ja, mach einen Vorschlag. Mein Vorschlag. Also ich sehe ihn schon über den 40. Ich würde sagen 41, ist das okay? 40 würde ich sagen. 40? Ja. Du bist halt gnadenlos, oder? Ich bin halt gnadenlos, ja. Ja, du warst schon lange nicht mehr da. Nein, also machen wir 40. Ich habe heute zu viel Clint Eastwood geschaut. Dirty Neighbor. Wittikult, Weingut Heinrich. Ein mehr. Ne, zwei mehr. Da gehe ich jetzt mal drüber, weil den finde ich einfach super und den muss man in 2-3 Jahren probieren, dann haut der ziemlich viel aus dem Feld. 42. Der dritte und letzte, den wir probiert haben. Ja, der beste. Ist halt richtig schön ausgereift. Was machen wir? 43? Ja, der muss auch zwei mehr haben dann. Meiner Meinung nach.
Es ist echt 44 geben. Darum habe ich ja gesagt, mach du das, ja, weil. Ja, ist sehr schön. Ja, machen wir. 44. Was haben wir jetzt? 42, 44? 41. 41. Das ist echt, das ist ein super Ergebnis eigentlich, ne? Ja. Und mein Aufruf oder unser Aufruf an deutsche Winzer, stellt auch mal sowas auf die Beine. Ja, für die Weintrinker. Aufgabe für die nächsten Jahre, Spätburgunder. Namen können wir noch aussuchen. Was gibt es denn da für Namen? Weltmeister? Ja, irgendwas mit Siegerwein oder sowas. Die Lufthansa hat Siegerflieger draus gemacht. Ach Gott, nee, nicht sowas. Nicht? Ja, das ist ja fast, als wenn wir einen Wovereit nennen würden. Nee, nee, das ist ja kein Vergleich. Igitt. Igitt, ne? Was heißt Igitt? Ja, scheißegal. Nun gut. Nun gut, nein, aber großer Aufruf, macht mal einen gescheiten Spätburgunder für 11 Euro, ja, der auch mit Weinen international um die 20 Euro mithalten kann, aus dem Barrique. Schickt sie am besten an Werner Wino, damit wir die beurteilen können, oder? Hervorragend, ja. Herr Kollege. Bis jetzt haben die Burgenländer die Nase vorn. Schöne Grüße.